Moin Leute, willkommen zur neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die deutschen Damen sind leider ausgeschieden, das ist ja ein bisschen traurig, aber ich dachte, jetzt mache ich die letzten drei Spiele auch noch, also die zwei und dann noch das Finale. Spiel um Platz 3 bin ich nicht sicher. Naja, los geht's jetzt mit England gegen USA. Es war nicht unbedingt einfach, einen Favoriten bei der Partie England gegen USA auszumachen. England gewann souverän mit 3:0 gegen Norwegen und die USA schmissen die Gastgeber mit 2:1 raus. Frankreich damit aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Hier begann die Engländerin gefährlicher. Das ist Walsh vor dem Strafraum, Paris und dann Kirby mit dem Abschluss. Durchaus ansehnlicher Beginn der Engländerin. Die USA noch etwas abwartend und in der Defensive sicher agierend. Jetzt aber auch nach vorne unterwegs über Lloyd. Die bringt den Ball nach außen und O'Hara ist mitgekommen. Der Flankenball ist nicht schlecht, aber Maris kriegt den Ball nicht auf den Kasten. Und wieder O'Hara, die schaltete sich viel ein und jetzt klappte diese Kombination. Samantha Mavis mit dem 1:0 für die USA nickt das Ding ein und machte damit auch die 1:0 Halbzeitführung für die USA klar. England hatte jetzt eine große Aufgabe vor sich, aber nichts, was man nicht in einer Halbzeit korrigieren könnte. Doch die USA war jetzt spielbestimmt und hatte das Selbstvertrauen vom 1:0 mitgenommen. Morgan zu Heath O'Hara mitgekommen. Diesmal schießt sie sogar selber drauf. Nicht verkehrt. Es war ein spitzer Winkel, aber ein durchaus brauchbarer Schuss, der natürlich auch gehalten werden muss. Aber dennoch waren immer wieder Torannäherungen und Abschlüsse zu sehen. Scott jetzt mit dem Ball zu White, die sich da gut durchsetzen kann. White mit dem Schuss, aber direkt auf die Torfrau gezielt, somit kein wirkliches Problem. Schlussphase, nochmal die USA über einen Eckstoß von England kam im Endeffekt nach vorne. Leider zu wenig und so war das hier die letzte Aktion im Strafraum der Partie. Die USA gewinnt mit 1:0 und zieht damit über 90 Minuten gesehen verdient ins Finale ein. Die Niederlande setzte sich 2:0 gegen Italien durch und Schweden schmiss die deutschen Damen aus der WM mit 2:1 gewannen sie da. Drehten diese Partie. Die in gelb gekleideten Schwedinnen hatten hier den besseren Beginn und ging durch Stina Blackstenius in der 4. Minute auch prompt in Führung. Sie hatte die Träume der Deutschen platzen lassen. Steht am 5-Meter-Raum völlig frei. Es war kein Abseits und somit die frühe Führung für die Schwedinnen. Nun mussten die Niederlande kommen und das kam sie dann auch. Lieke Martins in der 17. Minute mit dem Ausgleich, alles also wieder auf Null gestellt. Das war eine wirklich abwechslungsreiche und unterhaltsame Partie. Jetzt wieder die Niederländerin über die linke Seite. Martins mit der maßgenauen Flanke. Und Miedema, Vivian Miedema in der 36. Minute mit der Führung. Jetzt hatten sie das Spiel gedreht. Wieder ein Kopfballtor, das war heute das ja, Mittel, um die Treffer zu erzielen in der Großzahl. Es war Pause, Schweden hatte die frühe Führung aus der Hand gegeben und musste jetzt im zweiten Durchgang kommen. Spielte aber immer wieder Fehlpässe, Nervosität war auf jeden Fall gegeben. Miedema, der Abschluss dann von Spitze, aber nicht wirklich gefährlich. Da kann man sich die Wiederholung sparen. Aber jetzt drückten sie die Spieler von Oranje und wollten
einen drauflegen und sie legten einen drauf. Danielle van de Donk aus spitzem Winkel kriegt sie den Ball aufs Tor gezogen. Da sieht die schwedische Torhüterin nicht wirklich gut aus. Jetzt hatten sie eigentlich alles im Griff und Schweden kam kaum noch nach vorne, stattdessen noch einige Abschlüsse von Oranje. Mal mehr, mal weniger gefährlich. Noch knapp 10 Minuten zu spielen. Der Anschlusstreffer müsste absolut jetzt her, aber kam er nicht. Blackstenius nochmal. Gefährlich, ja. Erfolgreich, nein. Die Niederlande gewinnt mit 3:1 gegen Schweden und zieht damit ein ins Finale der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.